ergab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Doch als sich jedermann aufmachen wollte, um sich schätzen zu lassen, brach eine Pandemie aus, die die Zählung deutlich erschweren sollte. Auch Josef wollte sich mit seiner Frau Maria auf den Weg nach Bethlehem machen, aus der seine Vorfahren stammten. Maria jedoch war schwanger und zählte somit zur Risikogruppe. Hast du gehört? Die wollen, dass wir trotz der Pandemie nach Bethlehem gehen. Wie stellen Sie sich das denn vor? Ja, ich als Schwangere bin ein Risikopatient und außerdem fahren doch gerade gar keine Busse und Bahn. Wie sollen wir da nach Bethlehem kommen? Wir könnten den Esel nehmen. Den Esel? Josef, ich bin schwanger. Willst du etwa den ganzen Weg in der Hitze laufen? Da wäre ich mit dem Bus mit der Maske gefahren. Nach langen Diskussionen einigten sich Maria und Josef darauf, die Reise trotz Reisewarnung mit dem Esel auf sich zu nehmen, da sie gehört haben, dass es in Bethlehem noch Vorräte an Masken und Desinfektionsmitteln gibt. Endlich sind wir da. Ach Josef, wir haben vergessen, ein Hotelzimmer zu reservieren. Oh, aber vielleicht gibt es hier irgendwo noch ein Last-Minute-Zimmer. Guck mal, da ist ein 4-Sterne-Hotel, sogar mit Whirlpool. Oh ja, das war genau das Richtige für meinen verspannten Rücken und der langen Reise. Lass uns da mal nachfragen. Vergiss nicht, deine Maske aufzuziehen. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Sind bei Ihnen schon alle Zimmer belegt? Nein, natürlich nur noch eine Zimmer frei. Super, dann hätten wir gerne ein Doppelzimmer. Verstehen Sie mich bitte nicht. Es sind zwar noch einige Zimmer frei, doch unser Hygieneplan lässt leider nicht zu, dass wir diese auch belegen. Die maximale Personenzahl ist leider schon überschritten. Könnten Sie nicht eine ausdauern? Sie sehen doch, dass ich schwanger bin. Nein, auf keinen Fall. Wenn das Kind hier auf die Welt kommt, dann ist es denn noch eine Person mehr. Und ich habe keine Lust, die Strafe zu zahlen, wenn das Gesundheitsamt vor der Tür steht. Okay, komm Maria, wir suchen weiter. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück. Danke. Was wollt ihr? Tut uns leid für die Störung. Aber wir brauchen dringend eine Übernachtungsmöglichkeit. Es muss nichts Besonderes sein. Einfach ein Ort, an dem meine Frau sich ausruhen kann. Wegen Corona können wir leider keinen Gäste ins Haus lassen. Wir haben aber einen großen Stall mit einem Ochsen, der ist auch ganz lieb. Ich kann euch Decken bringen und dann könnt ihr euch dort ausruhen. Ein Stall ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber nach der langen Reise brauche ich was zum Ausruhen und der Esel könnte da auch mit rein. Gut. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Findet ihr nicht auch, dass es heute unglaublich kalt ist? Ja, total. Ich würde so gerne mit den Schafen kuscheln. Du weißt, dass wir das nicht dürfen. Bis geklärt ist, ob die Schafe das Virus übertragen können, müssen wir Abstand zu den Tieren halten. Das ist doch blöd. Woher sollen die Schafe denn Corona haben? Keine Ahnung, aber wir wollen das Risiko lieber nicht eingehen. Da trat der Engel des Herrn mit 1,50 Metern Abstand zu ihnen. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, ich habe eine tolle Nachricht für euch. Gottes Sohn, der Heiland, ist geboren in der Stadt Bethlehem. Ihr findet ihn in einer Krippe. Habt ihr geträumt oder habt ihr das auch gesehen? Nein, das habe ich auch gesehen. Aber was war das? Keine Ahnung, es war so hell, ich konnte es gar nicht richtig erkennen. Aber ihr habt es auch gehört und nicht nur gesehen, oder? Ja, die Stimme hat etwas davon gesagt, dass Christus heute zur Welt kommt und dass wir zu ihm gehen müssen und ihn begrüßen müssen. Dann lass uns sofort los. Und was machen wir mit den Schafen? Die nehmen wir einfach mit. Dann lernen wir gleich, was Schafe sind. Zur gleichen Zeit waren drei Weise aus dem Morgenland auf den Feldern unterwegs. Auch sie sahen das helle Licht und folgten ihm.
mal, der Stern dort drüben, der leuchtet heller als die anderen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, der leuchtet so schön. Den kenne ich ja noch gar nicht. Ich glaube, er möchte uns wohin führen. Lass dem Stern mal folgen und schauen, wo er uns hinführt. Und die drei Weisen machten sich auf den Weg und folgten dem Stern nach Bethlehem. Sie trafen die Hirten am Stall bei dem Kind an der Krippe stehend. Schaut mal, da drüben am Stall stehen so viele Leute. Die halten aber auch nicht alle den Sicherheitsabstand ein. Aber wenigstens tragen sie alle Masken. Der Stern ist direkt über dem Stall. Vielleicht stehen deswegen auch so viele Leute da. Dann lass uns mal hingehen und schauen, was da los ist. Schau mal, Josef, da hinten, hinter den drei Hirten, stehen noch weitere drei Männer. Sieht so aus, als ob sie gerade zu uns laufen. Sie haben sehr edle Gewänder an, wo die wohl herkommen. Wir sind die drei Sterndeuter aus dem Morgenland. Und der helle Stern hat uns hier hingeführt, um den neuen König zu sehen. Wir haben auch ein Geschenk für euch. Wir müssen es aber erst desinfizieren. Danke, das ist sehr lieb von euch. Wir haben auch ein Geschenk. Ein Lampfell, das das Kind wärmen soll. Es ist leider nicht desinfiziert. Ich hoffe, das ist okay. Danke, das ist sehr nützlich. Wir stecken das Lampfell einfach 14 Tage in Quarantäne. Dann werden auch keine Viren drauf sein. Und so hatten sie alle ein wunderschönes Weihnachtsfest. Sie konnten die Liebe Gottes spüren, auch wenn sie Abstand halten mussten. Und jetzt wünschen wir Ihnen, liebe Gemeinde, dass Sie die Geburt Jesus trotz der schwierigen Umstände genauso schön und herzlich feiern können, wie Maria und Josef mit den Weisen und den Hirten gefeiert haben.